Es sind insgesamt 19 Rennen auf allen 5 Kontinenten. Die Formel 1 ist nicht nur der schnellste, sondern auch der teuerste Wanderzirkus der Welt. Die Logistik ist ein detailliert geplantes Meisterwerk. Damit es nicht immer so hektisch zugeht, haben die Rennställe Transportlisten erstellt, die mehr als 50 Seiten lang sind und die Namen von rund 20.000 Teilen umfassen. Die Strecke, die sie dabei für die 19 Grand Prix zurücklegen, ist zusammengerechnet halb so lang wie die von der Erde zum Mond. Es sind aber auch nicht nur die Trucks, die den Rennzirkus ausmachen, denn neben ihnen gibt es an jedem Rennen auch einen ganz bestimmten Shuttle-Service. Neben den Rennfahrern, Monteuren, den zahlreichen Hostessen werden auch VIP-Gäste von A nach B gefahren. So, ja, ich bin der Joe, komme aus Hamburg, gehört zu einem Team von vielen Fahrern, die hier hinter den Kulissen auch ein ganz wichtiger Teil des gesamten Formel-1-Zirkus sind, ohne die wahrscheinlich das eine gar nicht so ins andere greifen würde. Und mache das jetzt im 5. Jahr. Macht Spaß und ja, bin auch immer wieder gerne dabei. Man muss wahrscheinlich Fan sein, um sich der Hektik, vor allem aber dem Lärm freiwillig auszusetzen. Wir machen hier einen offiziellen Fahrservice bei der Formel 1. Bist du überall bei der Formel 1 dabei? Ja, schon seit mehreren Jahren, seit 4 Jahren circa. Kennst du dich also hier aus mit dem ganzen Rennzirkus? Zirkus ist das richtige Wort und ja, soweit schon. Bist du nur wegen der Formel 1 hier? Hauptsächlich, ja, hauptsächlich. Aber genieße natürlich Barcelona insgesamt, ganz klar. Und wie beim Rennen selbst teilen sich die deutschen Fahrer des Shuttle Service das Feld mit ihren ausländischen Kollegen aus Spanien, Litauen, Polen oder England. Ich arbeite jetzt schon seit 5 Jahren für die Formel 1 und hier gibt es viele VIP-Fahrer, die aus verschiedenen Ländern kommen. Wir fahren hier für die Formel 1 und wir sind hier das große Backup im Hintergrund der ganzen Formel 1 Teams und genieße die Arbeit, die ich hier mache und ja, wünsche euch viel Spaß. Alles gut. Dzień dobry. Wir befinden uns hier auf dem wunderschönen Circuit de Catalunya in Spanien in der Nähe von Barcelona. Wie man sieht, sind auch in diesem Jahr wieder Fahrer und Arbeiter aus allen Ländern hier. Und ja, das Wetter kommt uns sehr entgegen und wie man sieht, haben wir perfekte Bedingungen und wir freuen uns auf das Rennen. Doch nicht nur der Transport der Autos, Werkzeuge, Computer und Motorhomes verursacht immense Kosten. Pro Saison muss jedes Team für seine Angestellten etwa 7.000 Flüge buchen. Hinzu kommen in einem Jahr rund 10.000 Hotelübernachtungen. Jeder Rennstall darf in speziell zur Verfügung gestellten Frachtflugzeugen 10 Tonnen Reisegepäck gratis verstauen. Jede Tonne, die darüber hinausgeht, kostet die Rennstelle bis zu 30.000 Euro. Unter dem Strich beläuft sich allein der Transport der Teile zu einem Überseerennen auf gut 500.000 Euro pro Team. Auf die Saison gesehen kommen da schnell 5 Millionen Euro zusammen, Kosten für Personal, Entwicklung und Material nicht eingerechnet. Damit ist die Formel 1 nicht nur der schnellste, sondern auch der teuerste Wanderzirkus der Welt. Barcelonas Rennstrecke, dem Circuit de Catalunya, bedeutet den Start in die Europasaison. Barcelona eignet sich für technische Entwicklung wie kaum eine andere Strecke, denn der Kurs gilt mit seinen scharfen und schnellen Kurven als Referenzstrecke aller Rennen der Formel 1. Ein Auto, das hier schnell ist, ist auch auf den meisten anderen Strecken schnell. Thank you.
verstehst mich gut, ja? Es geht. Gut. Umberto, geht los? Gut. So, wir sind heute hier am... Nochmal, warte, nicht ausmachen. Ich grüße die Ilse vom Sparmarkt. Bin ich im Fernsehen? Oh, so, nochmal von vorne. Oh, ich bin total verquasselt hier auch. So, fangen wir nochmal an. Yeah.